Jeder fünfte Erwachsene in Deutschland ist tätowiert. Ich auch. Die EU hat aber gerade viele Inhaltsstoffe von Tattoofarben verboten, weil die potenziell gesundheitsschädlich sein sollen. Das sieht wirklich heftig aus. Und wenn der Körper aber dagegen arbeiten will, hilft im schlimmsten Fall nur noch rausschneiden. Schrecklich. Neue Farben, die den Vorgaben entsprechen, gibt es noch nicht viele. Und TätowiererInnen kritisieren das Verbot. Es ist praktisch wie bei einem Zimmermann, dem man den Hammer wegnimmt. So, und das ist jetzt gerade halt Realität bei uns. Warum kommt das Verbot gerade jetzt und macht das Tätowieren wirklich sicherer? Es ist unklar, welche Substanzen wirklich weiterverwendet werden. Und als Leute, die selber Tattoos haben, fragen wir uns natürlich auch, ist das, was wir da unter der Haut haben, potenziell gefährlich? Auch da muss ich sagen, das Risiko nehme ich für mich als Mensch in Kauf. All das wollen wir rausfinden. Wir, das sind Anton, der hier filmt, und ich, Marc. Wir sind verabredet mit Sepp. Der hat sein Studio direkt am Marktplatz von Jena und sticht mir heute ein Tattoo mit schwarzer Farbe. Da gibt's nämlich schon welche, die den neuen EU-Vorgaben, der sogenannten REACH-Verordnung, entsprechen. Andere Farben sind bisher kaum auf dem Markt. Es ist wirklich so tatsächlich, dass fast alle bunten Farben weggefallen sind, oder eigentlich alle. Und aus dem Grund ist es halt so, dass die Farben tatsächlich für uns jetzt gerade einfach nicht vorhanden sind. Und wenn es mal was gibt, ist es wie damals in der Ostzone. Das ist praktisch binnen 2 Minuten komplett ausverkauft, weil ja jetzt jeder darauf angewiesen ist, auf dieses Minimalangebot daraus halt seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Wie trifft das Verbot denn dich und dein Studio hier? Mich persönlich jetzt als Künstler eher weniger, da ich halt Schrift- und Schwarz-Weiß-Tattoos mache und halt den großen Vorteil habe, dass ich von Anfang an eigentlich mit REACH-konformer Farbe arbeiten konnte. Aber hier die anderen Leute bei mir im Studio trifft es schon, weil die halt mit Farbe arbeiten und das nicht können, weil es halt einfach keine Alternativen für sie gibt. Ja? Das ist praktisch wie bei einem Zimmermann, dem man den Hammer wegnimmt. Aber das ist jetzt gerade halt Realität bei uns. Die neuen Farben sind oft auch 3-mal so teuer, sagt Sepp. Bis auf wenige Ausnahmen haben alle Tätowierenden, mit denen wir für diese Recherche gesprochen haben, Probleme, an Farben ranzukommen. Einige rechnen erst in ein paar Monaten mit Nachschub. Bis dahin müssen sie vielen KundInnen absagen und verdienen deshalb auch deutlich weniger Geld. Die neuen Farben sind aber auch aus künstlerischer Sicht eine Herausforderung, sagt Sepp. Man habe zum Beispiel keine Erfahrungswerte, wie schnell die neuen Farben verblassen. Vor allem bei bunten Tattoos eine wichtige Frage. So, fertig. Schon fertig? Jo. Das höre ich oft. Sehr, sehr schön. Wow. Gut geworden, fällt mir gut. Das freut mich, ja. Was willst du jetzt auch sagen, ne? Kann man nicht anderes sagen, klar. Aber cool. Vielen Dank. Ein Blick in Sepps Regal zeigt, wie wenig Farben dem Studio gerade zur Verfügung stehen. Eigentlich nur schwarz und weiß. Das ist jetzt hier praktisch Urban Black, was ich hier bekommen habe. Und dann steht hier Warnung, Tätowierfarben bzw. die darin enthaltenen Bestandteile können allergische Reaktionen verursachen und sollten dahingehend ärztlich geprüft werden. Sepp tätowiert seit 12 Jahren und sagt, Komplikationen gibt es ganz selten mal. Und wenn, dann ist es eine kurzfristige allergische Reaktion. Die Tätowierenden legten großen Wert auf Sicherheit und Hygiene. Aus Sicht der EU geht es darum, die sagen, die Sachen könnten gesundheitsschädlich sein. Es gibt zumindest irgendwie ein paar Studien, die darauf hinweisen. Ist ja eigentlich auch ein okayes Anliegen, dass man sagt, wir wollen die Leute schützen, oder? Ja, klar, es ist ein total okayes Anliegen. Ein gewisses Maß an Kontrolle und Sicherheit ist sicherlich gut, aber uns schränkt das halt erheblich ein. Wir leben halt davon, wir schaffen halt auch Arbeitsplätze und mittlerweile ist es auch so, dass es auch eben nicht mehr so eine kleine Nische ist, wie es mal war. Also wir zahlen Unmengen an Steuern mittlerweile und haben halt einfach den Eindruck, auch durch Corona, dass man halt sagt, naja, solange ihr mit eurem albernen kleinen Hobby irgendwie hier Kohle rauspressen könnt, dann gebt mal ruhig was ab. Aber ansonsten habt ihr von uns nichts zu erwarten und man fühlt sich schon im Stich gelassen. Immerhin rund 7000 Tattoo-Studios in Deutschland und viele freie TätowiererInnen sind davon betroffen. Was Sepp auch stört, beim Rauchen beispielsweise sei unstrittig, wie schädlich es ist und man gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Trotzdem darf sich jeder Zigaretten kaufen. Sepp fragt sich, warum die Politik dann nicht auch beim Thema Tattoos auf Eigenverantwortung setzt. Also ich sehe es schon so, dass man eigentlich als erwachsener, mündiger Bürger, der auch alt genug ist, seine Steuern zu bezahlen,
das Recht haben sollte, mit seinem Körper anzustellen, was auch immer er möchte, solange er niemandem zur Last fällt damit. Ja? Glaubst du, dass Tattoo-Künstler und Künstlerinnen das Verbot jetzt umgehen? Ja, also ich denke, es ist wie überall auf der Welt, da wo es Verbote gibt, gibt es auch Leute, die das umgehen. Es geht hier halt auch um unsere Existenz am Ende des Tages. Und wenn man halt zum Beispiel Farbtattoos macht und jetzt nicht einsieht, seine Farbe am 4.1. wegzuwerfen und die weiter zu benutzen, weil es war ja bis jetzt die letzten, keine Ahnung, 20, 30 Jahre auch kein Problem, dann kann ich das aus der Sicht des Tätowierers nachvollziehen. Das Tattoofarbenverbot geht auf die sogenannte REACH-Verordnung der EU zurück. Die reguliert Chemikalien, die potenziell gesundheitsschädigend sind. Seit Anfang des Jahres sind viele Konservierungsstoffe, Weichmacher und andere Inhaltsstoffe von Tattoofarben verboten. 2023 kommt es für die Branche noch dicker. Dann werden auch noch zwei der wichtigsten Farbpigmente verboten, Blau und Grün. Pigmente sind das, was die Farbe erst bunt macht. Ob die Hersteller sie ersetzen können, ist noch völlig unklar. Alle verbotenen Inhaltsstoffe könnten Allergien auslösen und sogar Krebs erregen, sagt die EU. Der Bundesverband Tattoo bezweifelt das. Nicht wenige der für uns ungünstigen Verbote und Grenzwertbestimmungen beruhen mehr auf Vermutungen als auf Wissen. Der Verband hat auch eine Petition gegen das Verbot gestartet. Fast 200.000 Menschen haben Save the Pigments unterschrieben, bislang ohne Erfolg. Was Anton und mich angeht, haben wir uns bisher um unsere Tattoos ehrlich gesagt wenig Gedanken gemacht. Durch die Diskussion über das Verbot und die möglichen Gefahren wird uns aber doch etwas anders. Hallo, Marc Zimmer vom NDR, Frau Dr. Runebaum. Genau, Frau Runebaum. Hallo. Bitteschön. Dankeschön. Vielen Dank. Hallo. Schönen guten Tag. War das vielleicht keine gute Idee mit unseren Tattoos? Antworten erhoffen wir uns von Dr. Marion Runebaum. Sie ist Dermatologin und lasert auch Tattoos weg. Übrigens, wir sind geboostert und wie bei allen Treffen für diesen Film sind alle Beteiligten frisch getestet. Ja, Tattoo-Farbenverbot. Ich würde, glaube ich, am liebsten damit starten, dass ich Ihnen mal mein Tattoo zeige. Ist noch ziemlich frisch. Wie alt ist denn das Tattoo? Von heute. Von heute? Ich dachte, ich bringe ein frisches Anschauungsobjekt mit. Super. Na, dann gucken wir es uns mal an. Das ist es. Also, da können wir jetzt zum Beispiel, ich nehme mal den Arm, können wir jetzt einfach die Unterschiede von einem neu gestochenen Tattoo, und da können wir auch so ein paar Sachen erklären, was man da sehen kann. Das ist das ältere Tattoo. Wie alt ist das? 1,5 Jahre. Was da? Halbes Jahr. Und die Techniken, die unterschiedlichen? Ja, die sind beide mit Maschine und das hier ist mit der Hand. Okay. Was haben wir sonst noch? Rot. Wunderbar, das Allerschlimmste. Rot haben wir und Grün haben wir. Und dann können wir doch nachher richtig viel zeigen. Ich bin jetzt schon nervös. Ehrlich? Ja. Jetzt gucken wir es uns an. Ich bin sehr gespannt. Meine Tattoos so vergrößert auf dem Bildschirm zu sehen, das ist schon ein bisschen komisch für mich. Will ich überhaupt wissen, was Dr. Runebaum dazu sagt? Wenn man jetzt in die Tattoos reingeht, dann wäre das ganz, ganz frisch gestochene. Na klar, erkennbar, dass es auch kleine Einblutungen gibt. Und das ist Maschine gestochen. Da sieht man zum Beispiel, dass es nicht perfekt gestochen ist, weil es Anteile gibt, die wenig Pigment bekommen haben und Anteile, die mehr Pigment bekommen haben. Das heißt, würde man das entfernen, müsste ich ganz unterschiedlich mit dem Laser dran gehen. Und jetzt kommen die Dinge, die schwieriger sind. Rot und Grün, die beiden sind die unbeliebtesten Farben für uns. Aber das sind die eben, naja, die Pigmente, die uns am meisten Beschwerden machen. Was sind denn so die häufigsten Beschwerden, die Sie mit Tattoos dann erleben? Im Grunde genommen gibt es erstmal relativ wenig Beschwerden. Das muss man einfach sagen. Wie viele allergische Reaktionen oder toxische Reaktionen sieht man unter 1 Promille sicherlich. Ja? Also das heißt, es ist nichts Häufiges in der Praxis. Wenn es aber auftritt, dann ist es natürlich einfach schon eine schwierige Situation. Und wenn der Körper aber dagegen arbeiten will, hilft im schlimmsten Fall nur noch rausschneiden. Schrecklich. Ein paar solcher Beispiele zeigt sie uns mal. Das sieht wirklich heftig aus. Also das hier ist richtig infektiös. Das ist eine Infektion, weil unhygienisch gearbeitet worden war. Dann gibt es Zonen, die eben auf Pigment richtig reagieren. Da ist
irgendeine Substanz, auf die derjenige eben allergisch reagiert, muss aber nicht heißen, dass die Substanz per se schlecht ist. Aber irgendein Inhaltsstoff gefällt halt nicht. In Summe, was sieht man am häufigsten? Juckreiz, Rötung, eine Erhabenheit des Tattoos, was man sozusagen haptisch dann bemerkt, wenn man drüber geht, was die meisten überhaupt nicht stört, wenn es keine Probleme macht. Meine Tattoos sehen alle okay aus, sagt Runnebaum, so wie die meisten. Also die sind safe. Die sind wirklich alle hervorragend, ohne Nebenwirkungen. Die meisten Komplikationen hätten sowieso mit mangelnder Hygiene beim Stechen zu tun, nicht mit den Farben. Aber was ist mit Langzeitfolgen wie Krebs? Bei dem Thema ist die Datenlage leider sehr schlecht, sagt Runnebaum. Es gibt kaum Studien und dann ist ja immer auch die Frage, wie könnte ich es denn belegen? Es ist ja ein Langzeitgeschehen in einem Körper. Also es ist jetzt sehr sarkastisch gesprochen, aber wer könnte beweisen, dass diese Farbe in ihre Bestandteile zerlegt, die ich ja noch gar nicht mal mehr kenne, dass die ein Karzinom, ein Sarkom, ein Lymphom, Hautkrebs oder sonst was auslöst? Wenn wir jetzt über dieses Tattoo-Farbenverbot, das die EU erlassen hat, sprechen, ja. Die Tattoo-Branche ist teilweise in Aufruhr deswegen. Halten Sie das, nach allem, was Sie mir jetzt gesagt haben, für sinnvoll? Also ich bin ein nicht tätowierter Mensch. Jetzt selbst wenn ich oder gerade wenn ich einer wäre, halte ich es für unabdingbar, dass das wirklich reguliert wird. Und warum sollen jetzt Pigmente, die in die Haut eingebracht werden, bleibend mit dem Wunsch, es soll für immer bleiben, warum sollen die nicht genauso reguliert sein wie Cremes, die auf die Haut kommen? Für die Tattoo-Branche hätte sie sich aber längere Übergangsfristen gewünscht und dass nicht nur die Farben besser reguliert werden, sondern die ganze Branche. Wenn man das jetzt mit dem Friseur vergleicht, ja, der Friseur muss eine Meisterschule ablegen, dass er sich selbstständig macht. Da geht es um, verzeihen Sie, Haare, tote Haare. Beim Pigmentieren geht es um was Dauerhaftes. Und deswegen fände ich es schon wichtig, dass da eine Ausbildung stattfindet, weil wirklich die Haut bleibend verändert wird. Ciao. Also es kann einiges schiefgehen beim Tätowieren, haben wir jetzt gehört. Und die Ärztin findet das Verbot auch richtig und gut, um eben alles sicherer zu machen. Aber hat mich auch ein bisschen beruhigt, in den wenigsten Fällen passiert eigentlich was beim Tätowieren. Der Dermatologenverband bewertet Tattoos trotzdem deutlich kritischer als Dr. Runnebaum. Kein Tätowiermittel kann als eindeutig sicher eingestuft werden. Tätowierungen sind daher fahrlässig. Auf der anderen Seite sagt der Bundesverband Tattoo, dass durch das Farbverbot ein Markt für illegale Tattoos entsteht, der sich noch weniger regulieren lässt. Wenn man sich auf Instagram mal so ein bisschen umschaut, wo ja viele TätowiererInnen ihre Werke posten, dann kommt da auf jeden Fall noch einiges an bunten Tattoos, trotz des Verbots, also auch nach Inkrafttreten. Oft steht dann dabei, dass das Arbeiten aus dem letzten Jahr seien, die jetzt erst hochgeladen werden. Inwiefern das stimmt, können wir natürlich jetzt nicht beurteilen. Aber einige sind auch ganz offensiv und posten unter FuckReach, dem Hashtag, dann wirklich, was sie von dem Verbot halten. Und hier ist zum Beispiel jemand, der tätowiert gerade so eine rote Fläche und schreibt drunter Hashtag GettingCriminal, Hashtag FuckReach. Das ist von Anfang Januar. Tätowieren also noch Leute mit den alten, verbotenen Farben? Wir rufen ein paar Studios an und ich gebe mich als potenzieller Kunde aus. Fast alle klagen, dass sie momentan schwer an neue Farben rankommen. Einige geben zu, dass sie die alten Farben noch nicht wie vorgeschrieben entsorgt haben. Unter die Haut bringen will sie aber auch auf Nachfrage zunächst keiner. Doch dann erreichen wir ein Studio in Dresden. Wäre es denn denkbar, dass du irgendwie mit den Restbeständen noch was machen kannst? Ich darf es bloß nicht rumerzählen. Ja. Danke dir auf jeden Fall erstmal. Danke, ciao. Also, der hat gesagt, ich soll ihm mal mein Motiv schicken. Er hat dann auch gesagt, du müsst halt unter uns bleiben, ist illegal. Sollte man nicht groß mit hausieren gehen, aber wäre theoretisch denkbar. Am nächsten Tag rufen wir ihn nochmal an und wollen uns als Journalisten zu erkennen geben. Doch er hat es sich über Nacht anders überlegt. Will eine Strafe nun doch nicht riskieren, sagt er. Apropos Strafen.
Wenn es ein Verbot gibt, dann muss es ja auch Kontrollen geben. Und wer für diese Kontrollen zuständig ist, das ist gar nicht so leicht rauszufinden. Wir haben uns bei den Bundesländern, bei den Ministerien durchgefragt und wurden da oft weitergereicht. In Sachsen-Anhalt zum Beispiel erstmal Gesundheitsministerium angefragt. Die haben uns verwiesen, zuständigkeitshalber ans Wissenschaftsministerium. Von da ging es dann weiter zum Wirtschafts- und Landwirtschaftsministerium. Am Ende sind es die Städte und Landkreise und dort die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter, die für die Kontrolle von Tattoo-Farben zuständig sind, wie wir nach einigem Nachfragen erfahren. Also die Leute, die sonst Restaurants oder Mastbetriebe überprüfen. Tattoo-Farben spielen in deren Ausbildung aber eher keine Rolle, teilt uns beispielsweise die Stadt Erfurt mit. Der erforderliche chemische Sachverstand ist daher nur bedingt als gegeben anzusehen. Viele Kommunen wissen nicht einmal, wie viele Tattoo-Studios es in ihrem Zuständigkeitsbereich überhaupt gibt. Auch Kontrollen gab es in den letzten Jahren nur wenige, wie wir erfahren. In Dresden zum Beispiel circa 3 pro Jahr, wie die Stadt uns schreibt. Seit das Verbot gilt, wurde auch nicht häufiger kontrolliert, sagen uns viele Kommunen. Die Stadt Jena, wo Sepp mich tätowiert hat, schreibt uns zur Erklärung: Die notwendigen Unterweisungen zu diesem Thema von der überlagerten Behörde, nämlich dem Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz, sind noch nicht erfolgt. Deshalb fehlen die Grundlagen für Kontrollen zum EU-Tattoo-Farbenverbot. Auch auf die Frage, welche Strafen drohen, kriegen wir ganz unterschiedliche Antworten. Ein ziemliches Durcheinander also. Was will die EU mit dem Verbot erreichen? Das fragen wir Timo Wölken. Der sitzt für die SPD im EU-Parlament und dort im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Für die EU sei vor allem eines wichtig: Dass es schwerwiegende Folgen bei der Verwendung der Stoffe geben kann, sagen nicht geben muss, sondern geben kann. Und deswegen tatsächlich die Experten, die innerhalb der Chemikalienagentur damit beschäftigt waren, auch gesagt haben, diese Stoffe sollten verboten werden. Also das Thema ist: Lieber sicher ist sicher als... Genau, das könnte man vielleicht noch sagen. Innerhalb der Europäischen Union gilt das sogenannte Vorsorgeprinzip. Also es muss etwas nach, also ein Stoff, der eingesetzt wird, muss nachgewiesenermaßen ungefährlich sein. Es reicht nicht, dass man sagt, wird schon gut gehen. Ja. Auf Grundlage dieses Vorsorgeprinzips ist die Entscheidung getroffen. Der EU geht es am Ende also um Verbraucherschutz. Aber wie sehen eigentlich Menschen, die das Verbot schützen soll, die Diskussion? Wir sind gerade auf dem Weg zu Willi, der ist Influencer und hat fast 250.000 FollowerInnen auf Instagram. Und Teil seines Markenkerns sind auf jeden Fall auch seine vielen bunten Tattoos. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wie ist das, wenn man so viel Farbe im Körper hat und jetzt hört, die EU verbietet das, weil das potenziell gefährlich sein soll. Willi hat uns zu sich nach Hause eingeladen und zeigt uns erstmal sein allererstes Tattoo. Das ist schon ein paar Jahre her, um genau zu sein, 14 Jahre, mein erstes Tattoo auf dem Unterarm. Vieles ist schon rausgebrochen farblich, aber es ist halt auch irgendwie was, mit dem ich was verbinde, weil damit ging es halt alles los. Ne? Und ich durfte dann halt endlich, als ich 18 war, vorher durfte ich immer nie. Und deswegen ist es halt schon wichtig für mich. Seid ihr tätowiert? Habt ihr schlechte Erfahrungen mit Tattoofarben gemacht? Habt ihr überhaupt schon mal darüber nachgedacht, was es mit den Tattoofarben auf sich hat und was sie mit eurem Körper eventuell machen könnten? Lasst es uns gerne in die Kommentare wissen. Einfach hier unten drunter schreiben. Ich werde mir das auf jeden Fall auch alles durchlesen. Ansonsten vergesst nicht, den Exactly-Kanal zu abonnieren, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Lohnt sich auf jeden Fall. Lass uns doch, wenn du magst, gerne mal gucken, wie tätowiert du eigentlich bist. Ja, genau. Also ich habe halt oberkörpertechnisch relativ viel. Also wie ihr seht, ist das alles so in einzelnen Motiven. Was soll ich dazu sagen? Ne? Das sind halt irgendwie... Es ist jeweils viel Jahr, Farbe. Ja, es ist viel Farbe und es ist jeweils ein Jahr Arbeit. Vorne und hinten auch. Hast du mal Leute, die dich tätowiert haben, gefragt, was da jetzt so drin ist in so einer Farbe zum Beispiel? Mir war immer nur wichtig, dass ich weiß, dass ich bei Künstlern bin, die seriös und professionell arbeiten, wo ich natürlich unabhängig jetzt von der Farbgeschichte auch Hygienemaßnahmen beachtet werden, dass die Nadel sauber ist, dass es halt alles gereinigt ist. Aber was da jetzt trotzdem genau drin war, don't know. Also sagst du, hattest nie Probleme, das heißt nie mal eine Allergie irgendwo oder irgendwie einen, hattest du nie Probleme irgendwie? Gab natürlich schon ein, zwei Situationen. Einmal war auch relativ schlimm, da war ich aber selber dran schuld. Da bin ich mit einem frisch gestochenen Tattoo
habe ich zu früh die Folie abgemacht und hatte dann so eine Socke drüber gezogen. Das kann ich dir auch mal zeigen. Das ist hier tatsächlich hier oben gewesen. Ach krass, ja, das sieht man so richtig. Genau. Da sieht man halt auch, dass, wie schnell Farben rausgehen können, wenn man sich falsch verhält. Und da war mein ganzes Bein war dreimal so dick wie jetzt. Also das war richtig krass. Da habe ich auch wirklich geheult vor Schmerzen. Das hat richtig weh getan. Ja, aber das lag dann an Hygiene sozusagen. Ja, genau. Das lag an Hygiene und nicht an den Farben. Aber sonst so was Farben, also klassische allergische Reaktion auf Farben hatte ich eigentlich noch nie. Was mich halt immer so ein bisschen noch beschäftigt, ist die Frage Krebs und Dauerfolgen. Und man weiß halt nicht, was in... Ich meine, du hast jetzt dein erstes Tattoo vor 14 Jahren gemacht. Man weiß halt nicht, was in 20 Jahren ist. Ne? Wie geht es dir damit? Natürlich ist es eine Sache, die man nicht runterspielen sollte, Gottes Willen, aber wenn es danach geht, dann kann ich gar nichts mehr machen. Ich habe schon so viele Sachen gehört, die vermeintlich krebserregend sind. Ob das jetzt nun so intensiv schlimm ist oder nicht, das kann ich nicht einschätzen, weil ich halt eben nur ein Laie bin. Sicherlich ist es ein Gedankengang, aber auch da muss ich sagen, das Risiko nehme ich für mich als Mensch in Kauf. Kalkuliertes Risiko? Oder? Kalkuliertes Risiko. Eigenverantwortung natürlich auch. Leute irgendwie am Tag 5 Schachteln Kippen quarzen irgendwie und das ihr Leben lang und irgendwie an der Tanke einen 80%igen Alkohol kaufen, der nachweislich wirklich schädlich für den Körper ist und da halt einfach sowas ganz normal geduldet wird und abgewiegelt wird mit kleinen Warnhinweisen. Durch das Verbot machst du dir jetzt für weitere Tattoos da mehr Gedanken drüber? Oder also ändert das was für dich? Natürlich kann ich nicht in die Zukunft blicken, weiß, was die Farben potenziell mal mit mir machen könnten in den nächsten Jahren oder die Stoffe da drin. Aber das ist meine Leidenschaft, das ist eines meiner größten Hobbys, mich tätowieren zu lassen. Ich für meinen Teil kann, wie gesagt, nur sagen, das ist auch das, was ich irgendwie so den Leuten mitgeben kann. Wer Bock hat oder wer unsicher ist, sollte sich halt einfach versuchen, so gut es geht, zu informieren. Und vor allem wichtig trotzdem auch immer natürlich, sich einen gescheiten Tätowierer oder Tätowiererin rauszusuchen, die nicht irgendwie für 30 Euro das Backpiece machen. Wenn man ein gutes Gefühl hat, dann macht man es und wenn nicht, dann lässt man es halt eben sein. Wie gesagt, dann vielen Dank. Immer gerne. Für die Anblicke. Zieh mich jetzt mal wieder an, ein bisschen kalt jetzt. Darfst du gerne. Darfst du gerne. Was uns bei der Recherche immer wieder wundert ist, wie wenig Forschung es zu Tattoos bislang gibt. Einer der wenigen, die sich in Deutschland wissenschaftlich damit beschäftigen, ist Wolfgang Bäumler von der Uni Regensburg. Er forscht seit 20 Jahren zu Tattoos, hatte deshalb immer wieder mit der Branche, aber auch der Politik zu tun. Als selber tätowierte Person muss ich mir langfristig Gedanken machen, dass ich mir damit einen Gesundheitsschaden zugefügt habe? Was man weiß, sind die negativen Effekte an der Haut. Also es kommt zu Infektionen, es kommt zu allergischen Reaktionen bzw. Fremdkörperreaktionen. Man muss allerdings auch wissen, dass die Farben in den Körper verbracht werden. Also ein großer Teil dessen, was in die Haut eingestochen wird, wandert ja in andere Organe, verbleibt dort jahrzehntelang. Dazu gibt es eben leider Gottes derzeit keine wissenschaftlichen Fakten. Es bleibt also leider Gottes auch im Jahr 2022 unklar, ob langfristig durch eine Tätowierung im Körper ein Problem verursacht worden ist. Warum ist das so? Ich denke mir, auch in Deutschland wird doch seit Jahrzehnten tätowiert. Heute sind sehr viele Menschen tätowiert. Wieso gibt es dazu keine Studien und Daten? Es mag vielleicht sein, dass man das Ganze die letzten Jahrzehnte nicht ernst genommen hat, weil man glaubte, Tätowierungen ist ein Randphänomen. Jetzt, wo man merkt, es ist nicht ein Randphänomen. Tätowieren ist im Endeffekt in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wir haben hier in Deutschland etwa 16 Millionen Menschen mit Tätowierungen. Und jetzt ist man dazu übergegangen, die Regulierung muss sein, denn die Menschen könnten ja mit den Farben Chemikalien in den Körper aufnehmen, die der Gesundheit nicht zuträglich sind. Eigentlich wollte die EU schon Anfang der 2000er das Tätowieren besser regulieren, sagt Bäumler. Passiert sei dann aber nichts, vor allem was Studien angeht. Man hätte 10, 15 Jahre jetzt Zeit gehabt, um diese jetzige Regulierung auf die Basis zu stellen, das was sicher sinnvoll gewesen wäre und was auch die Akzeptanz erhöht hätte gegenüber dieser Regulierung. Ob es mit der jetzigen Verordnung besser wird, die so wenig Akzeptanz bei Tätowierenden und KundInnen hat, bezweifelt Bäumler. Es ist unklar, welche Substanzen wirklich weiterverwendet werden, ob wirklich alles dann REACH-konform ist. Das nächste ist, sie können ja diese Regulierung nur so gut umsetzen, wie sie auch kontrolliert wird. Es kann passieren, dass viele ihre Tätowierung dann sich von Tätowieren machen lassen im Privatbereich, im europäischen Ausland. Das sind alles Dinge,
die eigentlich die Behörde nicht wollte, die wir als Wissenschaftler nicht wollten und die eigentlich auch die Tätowierer nicht wollten. Ja, es wäre tatsächlich sinnvoller gewesen, in diesem speziellen Fall mit den Leuten noch intensiver zu reden, das Gespräch zu suchen und gemeinschaftlich Lösungen zu finden. Mein Tattoo ist mittlerweile ganz gut abgeheilt. Was wir bei dieser Recherche gesehen haben, ist, das Farbenverbot trifft die Tätowierbranche ziemlich hart. Und die Behörden haben offenbar auch so ihre Schwierigkeiten, das Ganze zu kontrollieren. Die Frage, wie gefährlich Tattoos sind, die können wir auch nach den ganzen Gesprächen für diesen Film nicht wirklich beantworten. Denn obwohl so viele Leute tätowiert sind, gibt es immer noch sehr wenig Studien zum Thema, vor allem was Langzeitfolgen betrifft. Was denkt ihr denn? Sagt ihr wie die EU, sicher ist sicher oder setzt ihr auf Eigenverantwortung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, diskutiert mit uns und abonniert gerne den Kanal, wenn ihr nichts mehr von Exactly verpassen wollt.